zählen. Zählen. Oder wie der eine oder andere sagt, plus machen. Ich zeige euch gleich immer eine animierte Sequenz, auf der ihr einen bestimmten Gegenstand mehrmals seht. Es sind immer alle gleichzeitig sichtbar, also es kommt kein weiterer hinzu. Ihr müsst zählen, wie oft der gesuchte Gegenstand zu sehen ist. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Das Bild ist dann weg. Also nicht drücken und 1, 2, 3, 4, sondern dann ist der Bildschirm schwarz, nachdem ihr gebuzzert habt. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher Antwort bekommt der Gegner einen Punkt und die Sequenz ist aus dem Spiel, also hier kein Abstauber möglich. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Alles verstanden? Dann machen wir mal ein Beispiel. Wie viele Enten schwimmen hier? Stefan? 5. Du sagst, es sind 5. Dann zählen wir mal durch. Können wir nochmal einen Buzzer-Test machen? Ja, willst du einen Buzzer? Bleibt das so einfach? Sind wir bei 9 live oder was? Nein, es wird etwas schwerer, meine Damen und Herren. Das kann ich euch versprechen. Was, ist dein Buzzer nicht in Ordnung? Ganz ruhig, Brauner. Alles ist in Ordnung. Ja? Okay, ihr habt alles verstanden. Wer zuerst 5 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Hier ist die erste Aufgabe. Wie viele Enten schwimmen denn hier? Hans-Martin? 14. 14. Sagst du? Dann zählen wir mal. Das sind 13. Das ist eine falsche Antwort. Das ist ein Punkt für Stefan. Der führt mit 1:0. Mann, Junge, es reicht. Und die nächste Frage. Wie viele Äpfel hängen an diesem Baum? Hans-Martin? 19. 19. Gut, dann gehen wir mal pflücken. Oh, ja. Das ist völlig richtig. 1:1. Ja, Stefan, IQ 143, weiß Bescheid. IQ hat ja mit Zählen können allein nichts zu tun. Aber auch. So, nächste Frage. Wie viele Gondeln hat dieses Riesenrad? Ach du Scheiße. Hans-Martin? 11. 11, ja, sagst du? Okay, wir zählen. Sehr gut. Gut. 2:1, richtig. Wer zuerst 5 hat, hat gewonnen. Hier ist die nächste Aufgabe für euch. Wie viele Häschen hoppeln auf dieser Wiese? Hans-Martin. 15. 15. Bist immer schneller als Stefan. Ist 15 auch richtig? Nein, es sind nur 14. Das ist der Ausgleich 2:2. Wieder ein geschenkter Punkt. Und weiter geht's. Wie viele Autos stehen auf diesem Parkplatz? Hans-Martin. 27. 27. Nein, 57. 27. Fuck. Ist die erste Antwort gewesen und wir zählen durch. 57. Das kam leider zu spät. Erste Antwort war 27. Wieder ein geschenkter Punkt für Stefan, der mit 3:2 jetzt führt. Hans-Martin. Ja, jetzt. Mann, ey, Junge.
Ja, trink mal einen Schluck. Du blutest. Was ist da passiert? Das war der erste Schlag von The Jaws, wo der Stab an meinem Finger zerbrochen ist. Ach du Schande. Ja gut. Tja. Wir haben Ärzte im Publikum, meine Damen. Wenn du dich mit mir anlegst, musst du damit rechnen. Ist egal. Ja. Das ist wohl so. Mann, alter Jens. Komm. Sei froh, dass er den nicht als Zahnstocher benutzt hat. So, 3-2 für Stefan. Weiter geht's mit dieser Frage. Wie viele Schmetterlinge fliegen hier? Hans-Martin. 7. Du sagst 7. Und wir fangen sie ein. 6 oder 7? Das gibt's doch gar nicht, ey. Einer zu wenig. Das ist das 4-2 für Stefan. Alter. Junge, jetzt komm. So, ein Punkt noch für Stefan, dann hätte er dieses zweite Spiel auch gewonnen. Nur geschenkte Punkte, ist unglaublich. Ja, dann vielleicht etwas später drücken. Du kannst ja nicht sehen. Ich warte ab, bis ich wirklich weiß, wie viel. Ja, gut. Ja. Darum geht's ja in dem Spiel. Es ist in Ordnung. Das so einfach kann man sich nicht machen. Mit den Fingern zählen dauert halt länger. So, wie viele Fische schwimmen in diesem Aquarium? Neun. Stefan. Ah, das sind 11. Stefan sagt 9. Und Martin sagt, hä, das sind 11. Ja, wir zählen mal. 4 oben und 5 unten gesehen. Nee, das waren ein paar mehr. So, jetzt aber kommen wir. Okay. 4-3. Eine interessante Taktik, wenn du es richtig hast, drückst du nicht, wenn du falsch hast, drückst du. Ich war ein Ziel, danach habe ich auch gedrückt. Also okay, 4-3 ist es wieder spannend. Stefan braucht nach wie vor einen weiteren Punkt zum Sieg in diesem zweiten Spiel. Und die nächste Aufgabe heißt, wie viele Waggons hat diese Eisenbahn? Stefan. Stefan sagt 11. Waggons, ne? Und Hans-Martin freut sich. Ich denke, es sind 10, weil die Lok zählt ja nicht mit. Wie viele Waggons hat diese Eisenbahn? Ah. Wir gucken uns das an. Mann, also die, ja. Wie viele Waggons hat diese Eisenbahn? Der blöde Parkplatz, der ärgert mich richtig, ey. Ja, komm. Das war heute. Munter putzen weiter, 4-4. Der nächste Punkt entscheidet, Freunde. Wie viele gelbe Blumen stehen hier? Stefan? 17. 17 Blumen. Hans-Martin sagt, das ist richtig, aber wir können ja auch zählen und machen das mal. Ja! Und das ist der Sieg für Stefan im zweiten Spiel. Egal. Zweites Spiel. Alter. Geht an Stefan. Das heißt, Punktevergabe. Hier sind. Das ist echt ein Psychospiel, weil man muss schnell sein und man muss sich allerdings auch sicher sein. Deswegen muss man mal abwägen.